25. Februar, der Winter ist fast gelaufen. Wie sehen die Pflanzen jetzt nach dem Winter aus? Das gucken wir uns jetzt mal an. Moin zusammen. Moin. Ich bin der Dirk. Ich der Volker. Wir sind wieder dabei. Vor 3 Monaten standen wir hier, ne? Vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten, ja, haben wir hier die Banane verpackt und den Winter eingeläutet, natürlich, klar. Ja, den Winter eingeläutet, aber wir haben den Garten wintermäßig verpackt. Festgemacht. Festgemacht, ne? Genau. Mal hast du zugenommen über Weihnachten? Ich sehe irgendwie heute so ein bisschen fülliger aus. Immer, du warst mir bis jetzt noch so sympathisch. Jetzt hör auf zu sticheln hier. Nee, aber wir wollen gerne heute mal einen Streifzug durch den Garten machen und gucken, wie hat sich der Garten jetzt über den Winter gemacht und was ist passiert oder wie haben sich die Pflanzen verhalten? Sind die noch alle gesund und munter, ob wir es vernünftig gemacht haben? Und wir fangen an mit der Banane. Mit der Banane, weil das ist ja unser Hauptdingen. Bist ja jetzt mittlerweile auch ein Bananenexperte geworden. Ich kenne mich aus. Er ist infiziert. Darum würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber und gucken uns die Banane an, okay? Gibst du mir die Kamera? Du? Ja. Willst du mich wieder filmen? Ja, natürlich. Ja, dann machen wir das. Dann hier hast du die Kamera. Danke. Jo, dann gehen wir mal los. Steht noch. So. Die haben wir ja verpackt vor 3 Monaten. Vor drei Monaten. Das war Ende November, war das. Da haben wir die verpackt. Und die Temperaturen waren hier. Ja, wir hatten auch minus 10 Grad hatten wir, ne, Volker? Ja, aber kurzfristig nur. Also ich muss sagen, wir wohnen ja jetzt hier im westlichen Ruhrgebiet. Ja, zum Niederrhein hin, bis nach Holland ist es nicht weit. Wir haben dieses Jahr hier nicht 1 Gramm Schnee gehabt. Wenn man natürlich sieht, jetzt die anderen Bundesländer oder Orte in Deutschland, ja, die haben jetzt noch Schnee. 150 Kilometer in diese Richtung. Ski und Rodeln gut. Die haben bis zu 1 Meter Schnee im Sauerland. Ja, und wir haben ja gar nichts gesehen. Ne? Aber ihr seht, ich habe die Banane nochmal anders verpackt. Ich bin nochmal hingegangen, habe trotzdem noch hier unten nochmal Styropor drumherum gemacht, weil die Pflanze wächst ja im Prinzip wie ein V. Ja? Und die Stämme sind ziemlich weit außen und habe zwar Laub rein oder die alten Blätter mal reingetan, ne, die wir abgeschnitten haben, die ganzen Bananenblätter, aber die Stämme waren außerhalb. Und ich habe gedacht, naja, ich habe sie ziemlich groß gelassen, auf 1,80 Meter. Nur im unteren Bereich habe ich gedacht, mach mal lieber was drum, falls mal wirklich strenger Frost kommt. Wenn sie mir oben verfaulen, okay, dann habe ich Pech gehabt. Aber Hauptsache, die unteren Stämme bleiben im unteren Bereich noch fest. So, wenn ich jetzt sehe, viel kann man nicht sehen, auspackend werden wir so ungefähr in 3 Wochen. Drei Wochen, ja, machen wir das nächste Video. Aber ich habe mal getestet, die Stämme sind ja hier. Die sind alle noch fest. Haben auch schon angefangen zu drücken. Also die haben schon, wenn man sieht, hier oben drücken die alle schon wieder raus. Obwohl der ist ein bisschen matschig hier oben. Aber der Stamm trotzdem ist noch fest. Was machst du mit dem Matschigen? Also wenn wir sie auspacken, werden wir die im oberen Bereich kappen. Wir werden also oben das, was matschig ist, wegschneiden. Oder ich guck mal, hier müsste normalerweise noch... Ja. Komm mal her, Volker. Jetzt komm mal her, füll mal hier oben. Füll mal hier oben den Stamm. Ja, die Kamera ist blöd, ne? Nicht, dass ich jetzt... Hier. Ui, da drückt schon was. Ja, aber ganz kräftig, ne? Oh, das ist aber jede Menge. Ja, also wenn ich so sehe, die drückt ganz gewaltig. Ja, ist auch ganz gut so. Also gehe ich mal von aus, dass ich alle Stämme durchbekommen habe. Aber überraschen lassen wir uns zum Schluss. Ne? Ich habe ja ein Thermometer reingehangen gehabt und habe festgestellt, ja... Wenn man jetzt sieht, jetzt in der Sonne, ey, 16,1 Grad. Komm her, film mal. In der Sonne haben wir jetzt 16,1 Grad. Das hat sich aber gerade kälter angefühlt. Ja, hast du? Ich sehe. Und der untere Wert ist innen. Der ist also drinnen. So, jetzt sagen wir, also sind drinnen ist kälter? Drinnen ist kälter. Die Temperaturen da drinnen sind träger. Das heißt, die Veränderung ist träger. Das habe ich also festgestellt. Sagen wir mal, wir haben diese Nacht gehabt, bestimmt -2 Grad. Ja, es soll jetzt noch mal 2 Wochen richtig kalt werden hier. Dann sind da drin aber immer noch 4 Grad. Und wenn es am Tag die Sonne scheint und es wird draußen wärmer, drinnen die Temperatur hält sich. Also die bleibt bei 4,5. Wenn diese Nacht jetzt wieder auf -2, -3 oder -4 Grad geht, sind da drin immer noch +4 Grad. Und dadurch ist das ein bisschen träger, sage ich einfach nur so. Und nur die wird das, schätze ich mal, auf jeden Fall geschafft haben.
Und jetzt die kleinere, die ich im Nachhinein noch verpackt habe, ich glaube, das wird eng, das ist nichts geworden. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, Volker, ich glaube, hier stehe ich vor meinem oder vor unserem Problemkind. Ich meine, wo ich die verpackt habe, ja, es war ja eine kleine Pflanze. Ja, die war ja relativ noch jung. Und ich habe ja versucht, die zu verpacken, um zu zeigen, wie man sowas macht. Aber ich glaube, dass die es nicht geschafft hat. Die ist einfach zu klein gewesen. Habe ich aber auch schon in dem Verpackvideo schon gesagt. Habe ich noch nie gemacht, so eine kleine. Weil ich habe mal ein bisschen gewühlt und ich finde keinen Stamm mehr. Wenn ich Glück habe, hat der Pott unten drin keinen Frost bekommen, dann ist die noch in Ordnung. Dann muss ich oben bloß den matschigen Stamm abschneiden, dann kommt die wieder. Also hundertprozentig. Aber oben, ich glaube, den Stamm habe ich nicht mit durchgekriegt. Dafür war die zu zart. Mach doch erstmal ab, dein Pessimismus heute an den Tag. Nein, ist ja unglaublich. Ich bin Realist, verstehst du? Also ich glaube nicht, dass die das geschafft hat. Ne? Aber schade dann, aber ich glaube, na gut, bin ich Optimist. Ja, das geschafft. Ja, ja, geht doch. Ja, das läuft. Ja, aber das werden wir auch erst in 3 Wochen sehen. Also in 3 Wochen gehe ich mal von aus, dass die Temperaturen so sind, dass wir sie auspacken können. So, und dann habe ich ja noch eine Pflanze, die habe ich ja mit reingenommen. Und was daraus geworden ist, die hole ich jetzt mal kurz raus und dann gucken wir uns die mal an. So, jetzt stehe ich hier bei dem Bruder von der Schwesterpflanze, die ich oben verpackt habe. Und hier kann ich sagen, die habe ich gut durchgekriegt. Die war ja auch drin. Ich habe sie im Schlafzimmer gehabt, da ist nicht ganz so warm. Da sind so 19, 20 Grad vielleicht. Ich habe Fenster mal etwas auf, da drin ist keine warme Heizungsluft. Dann wächst die auch ganz gut. Ich habe ihr ungefähr 1,5 Wochen immer so 1 Liter Wasser gegeben. Und alles ist in Ordnung und die wächst. Das Blatt hier zum Beispiel, das sieht ja ein bisschen verknuspert aus hier. Das ist immer noch das Blatt, wo ich sie hier draußen noch hatte, hat sie ein bisschen Frost bekommen. Ja, dann habe ich sie erst reingeholt. Aber das Blatt hat sich trotzdem gehalten. Und wenn du kommst, Volker, die treibt. Die treibt, hier kommt schon wieder das nächste Blatt. Und die werde ich jetzt, oder die werden wir, glaube ich, jetzt im Frühjahr in den großen Pott reinsetzen, den wir ja letztes Jahr draußen hatten. Weißt du noch, wo die eine, die wir jetzt hinten im Boden haben, da drin gewachsen ist, da kommt die rein, die soll mal genauso groß werden. Ne? Also die hat es auf jeden Fall geschafft. Auch wenn man jetzt hier meine Hanfpalmen oder die Zwergpalme sind, die haben gar keinen Schutz bekommen. Die sind so durch den Winter gewandert. Ja, da werden wohl die unteren Blätter, die sind jetzt welk. Aber es spielt auch keine Geige. Die kann man auch abschneiden, weil die wächst oben immer wieder neu raus. Also die gar nicht, überhaupt nicht verpackt, gar nichts und hat den Winter überlebt. Und jetzt fängt er an zu schneien. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ich bin hier schon am Auspacken und jetzt fängt das an zu schneien. Ey, wann haben wir hier Schnee gesehen? Das ist ja schon ewig her. Und jetzt kommen Flocken. Volker, ich glaube... Wir müssen rein, komm. Rein? Wohin? Nee. Weg. Jetzt sind wir ja noch dabei. Wir gucken uns noch die anderen Pflanzen an, wie die sich verhalten. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommen wir zu ein Experiment, was ich gestartet habe. Also ist ein Versuch. Und zwar, ich habe einen Oleander in den Boden gesetzt. Viele erschlagen mich jetzt. Ein Oleander gehört bei uns hier überhaupt nicht in den Boden. Ja, also immer im Topf und im Winter weg. Geschützt irgendwo in der Ecke oder in der Garage oder sonstiges. Aber ich habe es mal versucht. Und zwar, ich habe den hier in den Boden gesetzt und habe den auch verpackt hier mit diesen Styropor-Schaumstoffmatten. Ich bin gespannt, ob er es geschafft hat. Also er sieht jetzt oben ein bisschen trocken aus, aber das macht der Oleander normalerweise immer so. Der wird hinterher ein bisschen zurückgeschnitten und dann passt das. Weil, Volker, guck mal hier, wenn du hier reinguckst, da drinnen sind immer noch grüne Blätter. Also wenn die Wurzel keinen Frost bekommen hat, dann kommt er wieder. Also ist ein Versuch, auch wenn ich dafür erschlagen werde, aber ich bin gespannt, weil den packen wir auch vielleicht in 3-4 Wochen auch aus. Aber und dann, dafür sind wir doch eigentlich zuständig, dass wir halt Sachen antesten. Ja, da wo ich den Oleander gekauft habe, ist kein Gartencenter, die haben nur Palmen und all so. Sie sagte auch, die Chefin, sie hat auch einen im Boden gehabt und der hält, das funktioniert. Ja, vielleicht, weil wir hier nicht so kalt haben hier bei uns jetzt hier
in dem Bereich hier. Aber ich bin hier gespannt, weil das wäre noch eine super Sache, wenn ich den über den Winter auch mal auch durchkriegen würde. Und ich guck mal, ob ich mir nächstes Jahr vielleicht noch was anderes einfallen lasse. Ich habe das jetzt einmal nur so versuchstechnisch hier drumherum gemacht, weil der wird ja auch größer. Aber ich bin gespannt, sehen wir auch in ein paar Wochen. Jetzt stehe ich hier vor meiner Olive, die verdammt traurig aussieht, weil einer, der es nicht besser weiß, der wird sagen, hör mal, die hat den Winter nicht überlebt. Aber ich weiß es. Ja, die steht 16 Jahre jetzt hier und die sieht im Frühjahr immer so aus. Die schmeißt alle Blätter ab und, aber man kann sehen, da ist noch Saft drin. Komm her, Volker, guck mal. Wenn man jetzt hier mal kratzt, da guck, ja, alles grün. Ja, also die steht noch voll im Saft. Ja. Und, aber ich werde sie dieses Jahr ein bisschen zurückschneiden. Die wird mir ein bisschen zu hoch. Ich will ein bisschen ausdünnen, damit die ein bisschen buschiger wird. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann wird die wieder. Können wir noch ein paar Videos machen. Ja, klar. Machen wir auf jeden Fall. Ne? Aber irgendwie haben wir Aprilwetter. Ne? Gerade waren noch Schneeflocken, jetzt schon wieder Sonne. Das ist unglaublich. Es ist Wahnsinn. Ne? Aber ist ja normal. Ist ja kurz vor April. Lass den März mal weg. Hier habe ich mein Pampasgras. Hier bin ich schon hingegangen und habe alles trockene abgeschnitten. Das sah auch komplett kaputt aus, weil ich mache das ziemlich früh, weil das Gras wächst ja schon. So, wenn ich zu spät dran gehe, schneide ich das Grüne schon mit weg. So, also alles, wenn ich mich recht erinnere, ab 5 Grad wächst Gras. Ne? Ab 5 Grad? Ab 5 Grad. Okay. So, und wenn jetzt dann noch das Trockene noch, was da jetzt noch drin ist, ne? Aber zieht euch Handschuhe an, das kannst du hinterher einfach, wenn du hier rangehst, einfach rausziehen. Und dann wächst das Grüne im Prinzip schön nach. Aber ey, Handschuhe anziehen, das ist so messerscharf, das Zeug. Und dann wird er wieder schön buschig. Ich meine, wir haben in den letzten Videos ja gesehen, ne? Oder was wir letztes Jahr noch gemacht haben, was das für ein Gras war. Und das wird wieder so riesig von 3,50 Meter. Ne? Und jetzt habe ich noch eine Sache, und zwar meine Bambushecke. Hatte ich mal ein Video drüber gemacht. Die sieht im Prinzip jetzt im Moment komplett traurig aus. Also wirklich. Wenn ich überlege, wie das im Sommer noch da stand, war das einfach nur perfekt. Da warst du ja nicht da, ne? Wo ich das Video gemacht habe, ne? Ich meine nicht. Ne, da war ich alleine, ne? Aber die hat auch ziemlich viel Blätter abgeschmissen, die Hecke. Aber wenn man jetzt hingeht, Volker, komm mal mit, wir müssen den Berg hoch. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich das zeigen kann. Und zwar kriegt die irgendwann, hier überall, wo das hier so trocken ist, mal gucken, ob ich was finde. Das sieht hier, komm her, Volker, in dem Trocknen kann man sehen, hier diese kleinen Triebe hier. Siehst du die? Ja. Hast du drauf? Hab ich. Die werden immer größer, das sieht hinterher aus, wie Stachel sehen die aus. Und die rollen sich hinterher zu Blättern aus. Und da wird hinterher wieder ein Riesenbusch. Also so, wie die jetzt aussieht, würde ich sagen, wird auch jeder sagen, hör mal, das gibt nichts mehr. Gibt auch viele, die sagen, oh, mein Bambus geht kaputt. Gebt denen ein bisschen Zeit. Der kommt auch wieder. Also ich habe da gar keine Bedenken. Ich werde den dieses Jahr, werde ich den, glaube ich, mal wieder düngen. Ja, also das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, so sieht im Prinzip alles gar nicht so verkehrt aus. Außer mein kleiner Freund da hinten, den ich angeblich vielleicht doch besser hätte mit reinnehmen sollen. Aber ich wollte ja zeigen, wie man so eine kleine Banane verpackt. Aber wir lassen uns überraschen. Bin Optimist, so wie du schon sagst. Genau. Der hat es geschafft. So, das war jetzt unser kleiner Streifzug hier durch den Garten, um zu gucken. Ja, ob alles noch fit ist und frisch. Ja, frisch nicht wirklich, aber... Nein, das kommt aber. Also ich bin schwierig. Da relativ optimistisch. Ich bin optimistisch. Du hast das ja voll bemängelt, aber optimistisch. Im Regelfall schon, aber manchmal... treiben ihn die Pferde. Ja, sozusagen quasi. So, das war's also jetzt erstmal hier aus dem Garten. Wir sehen uns wieder in 3 Wochen. In drei Wochen so circa. Bis der Himmel so blau ist, wie er jetzt im Moment ist. Aber dann auch mit den gewissen Temperaturen dazu. Ja, hoffentlich. Und dann packen wir die Bananen alles aus und gucken uns alles nochmal in Ruhe an. Und Es wird. Naja. Nicht vergessen. Abonnieren. Und liken. Liken. Also uns macht die Sache Spaß. Wir haben da richtig Lust drauf, ne? Ja. So solche Sachen zu machen. Und Leute, bleibt geschmeidig. Wir sehen uns. Bis dahin. Demnächst. Ciao. Ciao.